Was bisher geschah? Und so geht's weiter. Why the fuck not? Ein mutiger Versuch, aber leider nicht gut genug. Ja, no, ist any problem. Könnten wir kurz den Kältekegel, genau, ihn einfrieren und so ziemlich alles raufbasern, was wir haben. Ey, der hat auch gar nicht so wenig Leben, muss man gestehen. Guck mal hier. Das wird hier wahrscheinlich... Au. Alter. Oh. Warte. Gar kein Problem. Guck mal hier. Direkt wieder hochgehoben. Könntest du mal einen motherfucking Trank nehmen, der dich so richtig, richtig aufmotzt? Wieso nicht? Danke. Er nimmt den jetzt. Okay. Kannst du auch mal nehmen? Ach du Scheiße. Weißt du, kannst auch mal einen Trank nehmen. Ich glaube, unser lieber Anders kommt gar nicht so schnell hinterher. Kann ich dir mal zwingen, dass du eine Gruppenheilung reinhaust? Kannst du gar nicht. Das ist aber schön. Aber wir können notfalls können wir nochmal wiederbeleben. Hab ich eine Heilung drin? Hier habe ich tatsächlich eine Heilung. Und ich würde fast sagen, ich heile mal Gerechtigkeit. Damit er hier gleich wieder voll auf ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Verwalter. Die müssen ganz schön viel Schaden schlucken. Bitte hört auf, so viel Schaden zu schlucken. Habe ich hier irgendwie Reinigung? Was ist das? Zeitspirale. Ich bin nochmal konzentriert, der Magier in der Lage, die Wahrnehmung der Zeit zu verändern und die Regeneration sämtlicher Zauber zurückzusetzen. Ah, gut. Bringt mir jetzt gerade aktuell nichts. Könntest ja nochmal was schlucken. Und wenn wir da dabei sind, nimmst du auch nochmal ein bisschen was. Wie ihr befehlt. Und ich gehe mal ein bisschen weg. Der einen Schaden, das ist ja unfassbar. Warte, ich, der ist schon wieder tot. Nein. Anders. Jederzeit. Schluck mal und dann mach mal nicht einen Lebenswächter, sondern eine Wiederbelebung in die Richtung, bitte. Ja, und dann könntest du eigentlich mal einen Lebenswächter hier aufmachen. Und du kannst mal, wenn wir schon dabei sind, eine Heilung in diese Richtung tun. Ich kann tatsächlich auf dieses Schild draufklicken und dann, Schild, auf dieses Icon draufklicken und dann heilen die sich. Oder ich heile denjenigen. Das finde ich gar nicht so schlecht. So, Lebenswächter kriegst du jetzt drauf. Ich bin ja nur am Heilen. Das ist ja mega krass gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tank ist wichtiger. Tut mir leid, Kleine. Tut mir leid. Wo ist Anders? Nimm mal nochmal das. Und Gruppenheilung kriege ich hier noch nicht. Und Gruppenheilung kriege ich auch noch nicht. Ja, jetzt ist sie wieder tot. Okay, dann müssen wir uns beide um den kümmern. Es tut mir leid, denn reicht das einfach nicht. Es reicht nicht. Es reicht vorne und hinten nicht. Holy fuck. Alter, das Ding. So ist Anders da. Da ist er. Vor allem, ich kann gar keinen Schaden machen, habe ich das Gefühl, weil ich echt nur am Heilen bin. Weißt du was, wir machen mal Stürme. In der Hoffnung, dass er mal kurz überlebt. Ganz kurz, ohne dass ich permanent hier was tun muss. Regeneration, das ist ja schon mal schön. Hast du eine Heilung, die du mal eben für ihn reinholst? Verjüngen. Zauber richtet einen Stromreiniger in der Mann und der Ausdauer? Nee, das brauchen wir nicht. Massenverjüngung brauche ich auch nicht. Gut, dann tust du schon, was du tun kannst. Und ich sende mal alle Stürme dieser Welt in diese Richtung. Alter, nein, nein, nein. Was soll ich tun? Du sollst bitte leben, Kleiner, lebe. Und dann, oh Gott, kommt er jetzt in meine Richtung? Oh ja, oh. Oh mein Gott, ich bin gar nicht da. Warte mal, ich habe doch hier. Oh, wo ist er hin?
Die Rechtschaffenen werden siegen! Was mache ich hier? Das erinnert mich irgendwie an WoW, muss ich gestehen. Ich schätze mal, ich muss die Irrlichter killen. Killt die Irrlichter. Killt sie. Macht sie platt. Macht sie platt. Ich schätze, er wird sich heilen dadurch. Wenn es auch nur ansatzweise so ist wie in dem, was ich kenne. Oh Gott. Please. Please die. Please die. Okay. Also ist geil. Ach du Scheiße. Ach, ich brauche gar keinen Elektrizitätssturm machen. Der kriegt ja eh keinen Schaden durch. Du kriegst jetzt auch mal ein zermalmendes Gefängnis. Einfach, weiß kann. Weißt du, und nochmal ein Lebenswächter. Ich weiß gar nicht, was bringt ein Lebenswächter eigentlich? Legt einen Verbündeten mit einem schützenden Zeichen, das die Gesundheit wiederherstellt, wenn er zum dem Tod gekommen ist. Das ist doch gut. Das ist doch etwas, das ist doch mal positiv hier. Das kriegst du auch gleich wieder rein. Du wirst jetzt von mir sowas von hochgekantet mit Leben. Autsch. Der ist ja mal voll immer. Dieses Mistvieh ist ja mal so riesig. Oh mein Gott. So, hier. Sturm. Könntest du trinken und dann... Gruppenheilung? Oh, und du nimm mal nochmal ein Schluckchen hier. Du kannst mir mal sowas von am Arsch lecken. Leck mich, fett, blödes Mistvieh, du. Frieh nein. Hey, nein! Yeah! Gruppenheilung. Für alle! Bitch! Leck mich! Es tut mir so leid, ich bin gerade so hoch konzentriert, ey, ich kann gar nicht. Alter! Endlich! Ah, wir sind jetzt doch bei der Hälfte. Es ist mehr als anstrengend. Oh, fuck. Me, sideways. Ich kann auch mal was nehmen. Du kannst auch noch mal was nehmen. Wir können ja anders ein bisschen entlasten, indem wir ihm sagen, er soll mal hier ein bisschen was schlucken und du nimmst auch noch mal ein Schlückchen hier. Ach du Scheiße. Ja. Warte hier. Ja. Ja, ich kann. Ich, nein, aber das war falsch. Verstehen? Oh Gott. Oh Gott. Ja, können wir die einfach mal. Oh Gott. Genau so wird es geschehen. Das auch noch. Ja, okay, das klappt ganz gut. Die Öllichter kriege ich ganz gut tot. Was auch immer das jetzt ist. Oh, ich verstehe. Autsch. Wait a second. Reizen. Wait a fucking second. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Leck mich. Nein. Ach, du Mistvieh, du. Hörst du auf, mich zu unterbrechen beim Casten? Alter. Hier. Wir ein. Geh mir auf die Eier. Ja, ich versuche. Meinst du, es viel lässt mich? Ich glaube nicht. So, jetzt endlich. Jesus. Ja, das sehe ich, dass du das hast. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch... Warte mal, lass mich mal kurz... Du hast... Nee, hast du nicht mehr. Weißt du was, dann mach mal hier nochmal das. Und du kannst ihm, glaube ich, mal einfach... Reinigung oder sowas gab es doch. Regeneration. Jetzt wirkt einen Verbündeten mit einem Energie, wo sich diese Gesundheit kurz beschleunigt. Das kannst du ja einfach auch auf ihm wirken. Why not? Why not? Wie lauten eure Befehle? Autsch. Ja, das hat weh. Kaste, Feuer, Strom lasse ich mal komplett außen vor. Ich würde auch gerne ihn kurz heilen. Und ihm sagen, dass er nochmal hier was nehmen soll. Und ihm sagen, dass er auch gerne hier was nehmen kann. Sauber. Alter. Es ist genug. Scheiß betäuben hier. Heil ihn. Auf ihn. Ich muss sagen, aber es läuft besser, wenn ich mich wirklich nur um den Tank kümmern muss. Genau so. Das finde ich tatsächlich etwas... Oh Gott. Heil ihn. Nimm noch ein Schlückchen.
Oh Gott, du Armer. Er wird so massakriert von diesem Teil. So. Ich zeige euch, warum Magier so gefürchtet sind. Au, au, au. Warte, den können wir mal direkt. Warte. Erlebt ihr die zerstörerischen Kräfte der Natur? Du kriegst mal das rauf. Genau so wird es geschehen. Und du kriegst nochmal das rauf. Und das. Könnten wir uns darauf einigen, dass ihr die anderen Irrlichter hier irgendwie erstmal platt macht? Wo gehst du rauf? Du könntest dich ja. Wunderbar. Das nimmst du? Das war natürlich nicht so klug. Oh Gott, das ist nicht gut. Aber selbstverständlich. Nein, ihr dürft hier überall gar nicht rankommen. Scheiße, scheiße. Du zuerst. Warte, warte, ich hab doch... Scheiße. Nein. Hör auf, du darfst nicht. Schnell, 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 schnell. Und dann ist noch du. Ich hoffe, es kam nichts durch. Ich glaube, es kam wirklich nichts durch. Du scheiß fucking Mistvieh, du. Lass du schnell, bevor es wieder auf die Kopf unterbrechen. Ja! So. Wir können ja kurz eine Gruppenheilung für ihn reinhauen. Aha, ich krieg es tot. Ich krieg es tot, ich krieg es tot, ich krieg es tot. Ich krieg dich tot, ich krieg dich tot, ich krieg dich tot. Ich mach mal nochmal hier, nur um sicher zu gehen. Fick dich, scheiß Mistvieh. Du blödes Drecksvieh. Kannst mich mal am Puppen schmutzen. Ich mach dich platt. Autsch. Oh fuck. Aua. Heftiger Angriff? Hat das überhaupt ein Leben? Alter, das hat kein Leben mehr. Guck dir das bitte an. Bitte ergib dich deinem Schicksal. Alter. Okay, das war der heftigste Kampf, den ich bisher hatte. Ungelogen. Ungelogen. Du hast den seltsamen Drachen erschlagen, der durch den Riss im Schleier gekommen ist. Toll. Alter Verwalter. Boah, das hat mich jetzt Nerven gekostet. Das wünsche ich niemanden. Das war heftig. Das war heftig, heftig, heftig. So, du kriegst einfach mal das. Und, das ist voll. Okay, das hatte ich voll? Ich kann mich gerne mal dran erinnern. Jetzt bin ich aber auch wach. Ich war davor echt extrem müde. Davon ist jetzt überhaupt nicht mehr die Rede. Oh. Das war cool. So, wehe, du hast nicht gute Sachen dabei. Mächtiger Wundumschlag. Wie viel, vor allem wie viel ich auch von dem Mana-Trinken jetzt gebraucht habe immer wieder. Zauberwacht. Magie, Mana-Generation. Ja, Voraussetzung, Magier. Plus 8 Magie ist natürlich krass. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Plus 5 Zauberkraft oder plus 8 Magie? Ich fischte fast Magie, wa? Ich glaube, das ziehe ich einfach mal an. Why not? Haube der Vergesslichkeit. Oh, das ist ja perfekt für mich. Magie? Oh, plus 10. Grob gefertigtes Amulett für Krieger. Erdenbund, Naturresistenz, Naturschaden. Naturschaden ist ja dann diese Elektrizität, ne? Ja gut, ehrlich gesagt benutze ich das gar nicht so viel mehr. Also nicht mehr als alle anderen auch. So, ach ja, das hatten wir. Gut, dann tausche ich mal eben die Robe. Das würde mich ja interessieren, ob das wirklich so einen Unterschied macht. Zauberwacht. Sieht nicht viel anders aus. Also so viele unterschiedliche Kleidungsstile gibt es hier offensichtlich nicht. Ja, hier auch nicht. Wunderbar. Aber wir probieren es mal. Vielleicht machen wir ja mehr Schaden. So. Die haben auch nichts mehr zu beanstanden. Nein, alles gut. Schön. Drachenknochen, Trümmer. Aber selbstverständlich. Wie lange ging dieser Kampf? Ey, bestimmt gefühlte 10 Minuten. Knochenarbeit. Du hast den Knochen eines uralten Drachen gefunden. Irgendjemand müsste aus einem derart einzigen Material doch etwas Besonderes herstellen können. Ich frage mich, wer? Mir würde spontan überhaupt gar keiner einfallen. Wer könnte sich über Drachenknochen als Baumaterial freuen? Oder als Waffenmaterial oder Rüstungsmaterial, vielmehr nicht Baumaterial. Ich glaube nicht, dass ich daraus was bauen möchte. So, wir müssen aber nochmal zurück zum Anwesen der Baroness. Wegen dem versteckten Hinweis, den wir gefunden haben.
Ich bin echt jetzt wach, weil mich das so angestrengt hat, dieser Kampf. Aber ich fand den cool. Der war wirklich, wirklich herausfordernd. Und ich habe das auf normal gespielt. Ich will gar nicht wissen, wie das auf Albtraum ablaufen soll. Albtraum war der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Super ausgedrückt, Janine. Aber du weißt, was ich meine. Und ich will gar nicht wissen. Oh, ey, oh, nee, geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Da will ich ja austicken. Da, pff. Ich glaube, da gäbe es Tote in meiner Umgebung. Da müsste ich wahrscheinlich echt Massaker veranstalten. Und zwar eher im Real Life als in diesem Spiel, weil in diesem Spiel hätte ich es ja dann überhaupt nicht hingekriegt. Ja. So, ich hab jetzt verstanden, da wo die Fisch. Entschuldigung. Da, wo die Fischer ruhen, müsste doch hier irgendwo sein. Oder bin ich da jetzt auf dem verkehrten oder so? Schwarzmarschen. Sind die absolvierten Quests? Haben wir nicht die Schwarzmarschen? Die Spur der Liebe. Du hast den vierten Hinweis gefunden. Vom Heim der Baroness über das Wasser hinweg, wo die Fischer ruhen, dort ist das Versteck. Vom Heim der Baroness über das Wasser hinweg, wo die Fischer ruhen, da ist das Versteck. Das müsste hier sein. Aber wie soll ich denn übers Wasser hinwegkommen? Ich komme ja hier nicht lang. Hä? Ich bin so, ich nix verstehen. Ich komme hier nicht runter. Wie soll ich dahin kommen, wo Fischer ruhen, wenn ich nicht darf zu Fischer? Und hier ist sonst nichts. Nein, hier ist sonst nichts. Und bei mir ist ja auch sonst nichts. Ich komme ja da nirgendwo hin. Also, Wenn da jemand weiter weiß, darf er es mir gerne berichten, dann würde ich hier nochmal zurückkommen. Aber ansonsten weiß ich jetzt ehrlich nicht, wo ich da hin soll. Kann ich das irgendwie markieren? Wahrscheinlich nicht. Aktivieren. Nee, wahr? Zeig's mir nicht, wo ich hin muss. Nee, es wäre ja auch zu einfach. Ich bin der Meinung, es müsste irgendwo in die Richtung sein. Und ich habe ehrlich nur Ahnung, wo genau. Ich sehe jetzt nichts. Ich habe auch Tab gedrückt, wie man hier sieht an den Namen. Und er zeigt mir hier auch nichts an. Aber das Wasser hinweg, wo die Fischer ruhen. Wo die Fischer ruhen? Gibt es hier einen Friedhof? Ich meine, da ist kein Wasser, oder? Aber das Wasser hinweg, wo die Fischer ruhen. Hier ist auch Wasser. Aber ich schätze mal nicht, dass das gemeint ist. Und da darf ich auch gar nicht hin. Ich dachte, hier, siehst du? Ich dachte, da ist vielleicht so. Ich sehe da einen Friedhof. Das könnte ein Friedhof sein. Aber nein, da darf ich nicht lang. Und hier kann ich auch nirgendwo hin. Und damit hat sich die Sache irgendwie erledigt. Gut. I don't know. I'm sorry. I have no idea. No fucking clue. Ich warte da einfach auf euren Kommentar. Ihr dürft mich da gerne spoilern. Und mir an den Kopf werfen, wie stupide ich doch bin, dass ich das nicht sofort gerallt habe. Wie jeder andere Mensch wahrscheinlich, der dieses Spiel gespielt hat. Der sofort wusste, natürlich ist das da. Das ist doch so logisch. Wie kann man denn darauf nicht kommen? Verstehst du? Und dann stehe ich hier und sage, ja, hast ja recht. Scheiße. Ging halt nicht. Ist halt so, was soll ich dazu noch sagen? Ja, du darfst gerne fertig laden, Dankeschön. Mutter? Hat es süße Neuigkeiten für mich? Sag es der Mutter. Der Erste ist tot. Die grauen Wächter sind den Marschen entkommen. Oh, verhasste Wächter. Sie haben den Ersten getötet und das Herz der Mutter gebrochen. Aber wollte die Mutter denn nicht seinen Tod? Seinen Tod? Nein! Frieden! Er sollte Frieden finden. Er sollte erneut das Lied hören, den süßen Ruf. Wir alle sind verloren. Aber der Tag wird kommen, an dem die Stille endet. Selbst für mich.
Hallo? Was? Rennt doch nicht weg.